So, herzlich willkommen, liebe Leute. Euer Juicy ist wieder am Start. The Giant natürlich. Und ja, ich habe etwas bestellt, das ich heute euch zeigen werde. Ja, Leute, seid mir nicht böse. Ich habe immer noch kein Stativ am Start. Wird aber noch kommen. Ich finde gerade nur beschissene Stative, auf die ich keinen Bock habe. Jo. Ja, um was geht es heute? Es ist gerade frisch angekommen. Gerade. Und zwar ein Paket von DHL. Hier seht ihr es. Von Get On My Level. Jo, Leute. Und zwar, ihr seht es. Noch nicht aufgemacht. Gerade erst angekommen. Ja, was da drin ist, werde ich euch gleich zeigen. Ja, Leute, seid mir nicht böse. Ich mache jetzt mal noch Querformat. Wenn es euch interessiert, nein, das ist kein Blut, das ist Kool-Aid Kirsche. Ja, geht leider nicht mehr raus. Ich habe eh vor, das hier zu streichen. Habe ich selber gemacht, aus Obstkiste. Jo, Leute, also, wir machen es mal auf. Bruder, mein Messer ist so scheiße. Bruder, muss los. Ja. Also, keine illegale Waffen besitzt, Bruder. Und ich muss echt sagen, also im Shop ist jetzt nicht so viel von Get On My Level. Aber hey, Leute, ich habe schon viele Unboxing gesehen von Get On My Level. Und es ist einfach nur geil. So, ich mach's jetzt auf und yes. Das erste, die Get On My Level Snapback. Ihr seht erst einmal Cap Get On My Level Camo Edition. So, Leute. Gucken wir uns die Cap nochmal ein bisschen näher an. Und zwar hier. Dann sehen wir nochmal hier. Steht überall Montana Black. Und jo, Leute, also ich habe hier, oh, nicht in die Waschmaschine, alles klar. 100% Baumwolle hergestellt in China. Bruder, ganz ehrlich, richtig nice Cappy. Aber Bruder, was mich gerade, Bruder, den hier ernst? Also ganz ehrlich, Monte, wenn du das siehst, Bruder, ich habe keine Autogrammkarte bekommen. Wenn du das sehen solltest, ich würde mich brutal freuen, wenn ich noch eine Autogrammkarte von dir bekommen würde. Weil, Bruder, ich finde es gerade echt ein bisschen traurig. Ja. Bruder, ich finde es echt ein bisschen traurig. Jo, aber wir sind ja hier, um die Sachen euch zu zeigen. Yeah. Also Monte, Bruder, wenn du das siehst, bitte, ich will die Autogrammkarte haben, unbedingt. Und wenn ich nach Buxtehude kommen muss, dann mache ich das auch. Yo, so, was haben wir als nächstes? Und zwar die Jogginghose. Ah, sehen wir nochmal, guck mal, Leute. Auf der Folie einfach mal ein Montana Black Logo, Digga. Einfach mal auf Ehre, auf die Folie, das Logo von Montana Black. Yo. So, stehen wir mal kurz auf. Legen die Jogging mal hin. Und ich zeig die euch mal. Hier, Get On My Level. Hier das Montana Black Logo, schöne Taschen,
sich auch nochmal Montana Black Ludo. Also ganz ehrlich, es ist kein Merch mehr. Es ist kein Merch mehr. Bruder, es ist eine eigene Marke. Und ganz ehrlich, ey, es stinkt nicht. Es stinkt null. Es stinkt nicht. Bruder, es ist einfach Qualität. Digga, ich hab jetzt gerade, Leute, ich hab gerade eine Nike-Hose an. Und ich finde, von der Quali ist Montes Hose geiler. Ich muss echt sagen, also ganz ehrlich, Nike ist eine riesige Marke und da hat Monte echt was gemacht. Jo, ich sag dir nur, ich habe mir jetzt diese drei Sachen bestellt, die Snapback, dann die Joggo und zu guter Letzt, sorry, wenn das so wackelt gerade, Leute, aber hey, ich habe kein Stativ, Bruder, muss. So, hier seht ihr es, Get On My Level, das T-Shirt in Camouflage. Yo, Bruder muss los. Hier nochmal ein Patch. Oh, richtig nice. Richtig schön verarbeitet. Keine ausgefransten Stellen. Leute, ich bin sowas von zufrieden mit diesem Paket. Ich sag, das Einzige, was mich wirklich stört, dass keine Autogrammkarte dabei ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man diese Autogrammkarte nur bekommen hat bei den ersten Bestellungen, also wo die normale Kollektion draußen war mit dem Schwarz-Weißen, also wo es Schwarz-Weiß war. Weiß es nicht. Ich denke, dass eigentlich normalerweise schon eine Autogrammkarte dabei sein sollte, vor allem bei der ersten Bestellung. Bruder, Monte, ich nehme das so gar nicht übel, ja. Klar, mich hätte es brutal gefreut. Ein Teil, also 90% habe ich es mir gekauft, weil es einfach nur geil ist. Und 10% wegen der Autogrammkarte, Bruder. Klar, also, Digga, kein Ding, gell? Aber das finde ich ein bisschen schade. Also, sonst echt alles top. Also, die Jogginghose würde ich echt von 9 von 10 Punkten auf jeden Fall, auch für den Preis, ganz ehrlich, 9 von 10 Punkte, ganz ehrlich, Snapback, einfach brutal mächtig. Auch wenn sie echt gut riecht. Echt auch, würde ich echt sagen, für die Quali und den Preis 9 von 10. Auch wenn es aus China kommt. Leute, das, was aus China kommt, heißt noch lange nicht, dass es scheiße ist. Ja. Und ihr wisst Bescheid, Leute. Supported Montana Black, das ist keine Produktplatzierung. Er macht einfach nur geilen Shit, ja. Er macht geile Klamotten. Und Leute, hört auf. Sagt nicht die ganze Zeit Merch hier, das ist ein Merch. Es ist kein Merch. Leute, diese Qualität ist never ever ein Merch. Niemals. Was er alles macht hier, dieses Patch, dann noch ein Logo und dann noch hier ein Logo, ja, hier ein Logo, ballert er noch das hier Logo. Leute, es ist kein Merch mehr. Habt ihr schon mal solche Sachen im Merch gesehen? Ich nicht.
Ich habe schon ein paar Merches mir mal bestellt und es war nicht dabei. Also Leute, es ist eine Marke, ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Drückt auf Gefällt mir und wenn ihr zur Community dabei sein wollt, ihr wisst Bescheid. Abonnieren und Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Bruder muss los. Also haut rein und ich sende noch Grüße raus an meinen Abiur. Bruder, du weißt Bescheid, Unboxing ist da.